brauchen die Bekehrung jetzt. Und wir müssen endlich nachholen, was wir 33 Jahre lang versäumt haben, und der Gottesmutter danken. Danken, dass die Sowjetunion kollabierte. Danken, dass Deutschland wieder vereinigt wurde. Im Heiligtum von Fatima steht ein Fragment der Berliner Mauer. Wir wollen die Gottesmutter von Fatima nach Berlin dorthin bringen, wo die Mauer war. Wir wollen mit der Gottesmutter von Fatima durch das Brandenburger Tor in einer Lichterprozession. Dr. Michael Hesemann hat die Initiative Deutschland dankt Maria dankenswerterweise ins Leben gerufen, und wir freuen uns, dass wir diese Gebetsveranstaltung gemeinsam durchführen. Mit dabei in Berlin ist zu unserer großen Freude auch der apostolische Nuntius, seine Eminenz, Erzbischof Nikola Eterovic, der in St. Clemens um 17 Uhr bereits der Heiligen Messe vorstehen wird. Wir hoffen, damit ein Zeichen für den Frieden zu setzen und die Menschen wachzurütteln, dass nur Gebet und Umkehr, nur Bekehrung für Frieden sorgen kann und uns aus der momentanen Krise retten kann. Das ist letztendlich auch die Botschaft von Fatima.